Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, ja, ich habe noch ganz schnell das Inventar hier, also den Rucksack, ausgeleert, damit wir mehr Platz haben, als habe ich nicht vergessen. Okay, man ist echt langsam im Schlagen, aber dafür macht es richtig viel Damage. Habe ich es noch bekommen? Ich glaube. Achso, da ist sogar was. Lol. Okay. Eine leere Truhe. Auch nicht schlecht. Zack, zack. Okay, man ist wirklich sehr viel langsam. Man ist sehr langsam. So, aber dafür macht es mehr Wumms. So. Wo sind sie denn? So. Jawohl, ich habe es bekommen. Den Schaden nehme ich gerne in Kauf. Jawohl, das habe ich auch bekommen. Man muss halt manchmal kompliziert arbeiten. So. Dann hier. Ja, Schaden macht es ordentlich. Ordentlich. Sehr gut, das nehmen wir alles mit. So. Und auch hier, zack, zack, zack. Sehr gut. Das haben wir auch hier erledigt. Warte, ging es hier bergab? Bringt es was? Nein. War hier was? Ja. Wieder eine leere Dings. Okay. Achso, da bin ich schon runtergefallen, ne? Hoppala. So. Ich verwirre mich selber. So muss das sein. So. Aha. So. Boah. Also ein Zweihänder hat halt eine ordentliche Reichweite auch, muss man sagen. Das trifft einen Gegner lange bevor er komplett verschwindet, beziehungsweise mit unserem Schwert und Schild mussten wir da schon wieder nachlaufen. Au. Mistviech. So. Zack, zack. Und zack. War hier noch was? Ja. Oh, ein Buch. Okay. Okay, es macht keinen Schaden. Ich wollte es mal probieren, ob man bei dem Viechchen einen Schaden, ob es einen Schaden kriegen würde. Aber dem ist nicht so. Wenn wir viel Glück haben, schaffe ich es noch in die nächste Ebene. Aber ich glaube, das war eine blöde Idee, das Buch jetzt zu schnappen. Was lustig ist, letztes Mal hat uns der Kerl nicht verfolgt, ne? So. Jetzt darf ich weiter. Der tut Items zerstören. Jetzt muss ich warten, bis er hier ist. Okay, der ist weg. Aha. Er wird gleich wieder auftauchen, nehme ich mal an. Alter, du kleiner Dreck. Echt. Das ist doch so ein kleiner Dreck. Oh, wow. Ah, der macht die Items hin. Okay. Alter, und hat mich schon. Ja, ich hab's zu weit ausgereizt. Ich hätte es mit dem Buch nicht machen sollen. Ja, selber schuld. Da bin ich selber schuld, bin ich da. Ja, hau mich raus. Ja, das war ein klassischer Epic Fail. Ich laufe nur zu schnell zurück und leere die Taschen aus. Das läuft jetzt überhaupt nicht gut. Habe ich den besseren? Nein.
Den isolierten Sand habe ich jetzt immer noch nicht. Ich hätte ihn nicht wegschmeißen sollen. Ja, das läuft scheiße. Welchen Tag haben wir denn schon? Habe ich jetzt schon alle Aufträge versemmelt? Ja, dann habe ich auch versemmelt den Auftrag, keine Frage. Kann ich mich schämen gehen? Kann ich mich Vollgas schämen? Vollgas. Mann, ey. Wie blöd läuft das? Ärgerlich. So, nichts mehr rein da. Was soll ich machen? Es ist halt doof gelaufen. So. Dann nochmal von vorn, weil wir es so gut können. So. Alter. So. Hier haben wir nichts. Okay. Jawohl, da ist jetzt auch nichts. So. Also, nach wie vor, die Bücher erst dann holen, wenn man weiß, wo der Weiterweg ist, also wo die nächste Ebene ist, der Zugang dazu. Ja, sonst ist das sinnbefreut. So. Und der nächste Raum. So, das haben wir auch. Hier haben wir nichts, sehr gut. Nichts wie weg. La la la, das Bad bringt sich gar nichts, weil wir noch ein bisschen Schutz haben. Vom Außen von unserem Bettchen. So. Alter, na. Alter. So, den ersten hätten wir schon mal. Das hat nichts gebracht. Der ist fertig gefahren. Sehr gut. Super. Zack, zack. Und weiter geht's. Mal schauen, ob es hier unten was gibt. Nein. Dann können wir hier weiter. So muss das ausschauen. Was haben wir hier drinnen? Resistentes Glas. So. Alter. Dieser Rolling Stone, ne? So. Weg mit dir. Zack, zack. Der ist auch erledigt. So, komm her. Da geht's nicht weiter. Ich will nur testen. Nein, ist nix. Oh, dann geht's hier lang. Zack. Sehr gut. Zack, zack. Der hat nichts. Zack. Der hat eine Kleinigkeit. Dann geht's hier weiter. Zack, zack, zack. Der hat nichts. Zack, zack. Das sind wir auch. Da gibt's nichts weiter. Drüben geht's weiter. So. Zack, zack. So, da haben wir auch alles. So. Dann noch hier rüber. War hier irgendwas? Ja. Tatsächlich, wieder leer. Was? Warum denn immer? Hier ist ein Schatzräuber unterwegs. Zack, zack. Boah, da ist ein großer da drin. Zack, zack, zack. Zack, aua. So, jetzt ist erledigt. Gibt es hier unten irgendwas? Nein. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann gehen wir einmal uns heilen. Heureka. Ach. Das ist gemütlich. Hier gibt es sonst eh nichts, glaube ich.
dann können wir eigentlich die Ebene wechseln, nicht wahr? Wo war denn das jetzt nochmal schnell? Ich glaube, das war hier, ne? Nein. Das war nicht hier. Nein. Mist. Ist ja eh klar, dass ich mich wieder verlaufe, ne? Was ist denn hier drüben? Nein. Warte schon da ganz drüben. Alter Schwede, bin ich doof. So. Hüpf. Da war er. La, da, da. Hier drüben. Hoppala, da ich was übersehen. Und. Das Labrador ist cool, oder? Ich finde schon. So, und weiter geht's. Alter. Erledigt. Was haben wir da Schönes drin? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Zerstört den Flugeffekt. Dann schauen wir doch mal. Aha, da haben wir wieder diesen Löteisen. Okay, das hatten wir auch schon. Gut, gut. So, zack, zack. So, alles ausrotten. Aber diesen Sand, den kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr. Der ist weg. So. Au. Gut, dann hätten wir mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das ist auch nichts. Alter. Mal heilen zwischen dem zweiten gleich dazu. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Wow, das wollte ich gerade nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Zerstört Flugeffekt. Okay, dann können wir das schon mal stacken. Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in dieser Richtung sicher nicht. Kriegt die Mission schon wieder nicht hin, diesen zerstört Flugeffekt. Ich kann eigentlich eh sowas so gut wie nichts decken. Das brauche ich unbedingt, das muss mit. Wenn wir es so machen. Stoff werden wir verbrauchen, also zu Geld machen. Genauso gut wie die hier. So. Gut. Das heißt, wir gehen wieder zum Anfang zurück, also zum Hauptraum. So. Und einmal nach oben. Und ich werde das Portal müssen einsetzen, auch heute. Wieder mal voll versagt. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das gefällt mir gar nicht, ganz und ganz und gar nicht. Das ist richtig kacke. So ein blöder Mist. Wir haben nur 2 und 10 wird man... Alter. Und 10 wird man brauchen, das haut überhaupt nicht hin. Das ist so richtig eine Scheißwoche. Für unseren Helden hier. Echt blöd gelaufen. Da ist mir jetzt echt schon lieb, wenn wir jetzt einfach mal die Sachen sammeln in aller Ruhe und gut ist, weil da sind nur 2 oder 3, gar nichts ist dran. Schön. Das kannst du vergessen. Geh mal, warte, ich gehe schnell ein paar Tränke noch machen. Servus. Servus. Ich habe zu tun, ne? Komm in 3 Tagen wieder.
Was? Mann, ey, jetzt muss man... Typisch Bank, ne? Da muss man sich jetzt wieder voll... Ach. Das ist lästig. Das ist echt lästig. Sechser kann man machen. Auf alle Fälle. Das verkauft sich sehr gut. Mir fehlt reichhaltiges Gelee. Ach so. Verstehe. Okay. So. Die Tränke gebe ich gleich wieder nach Hause, also zu Hause ab. Dum, 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 dum. Der hat, die haben das mit 4000 recht gern gekauft, ne? Wie wäre es mit 4500? Ich mache einfach mal so schon im Voraus. Den zweiten gehen wir hier rein. Da brauche ich mal ein bisschen. So. Und so. Dann gehen wir nochmal zurück in den Dungeon. Ich hoffe, dass ich jetzt so einen isolierten Staub kriege. Ich habe komplett versagt. Ich ärgere mich gerade voll. Voll hinten versagt. Nicht ein bisschen, sondern Vollgas. Vollgas versagt mit den Aufträgen. Boah, das ärgert mich. Vor allem das mit der Knolle. Das war ein geschenkter Auftrag und ich versau den Vollgas. Warum? Weil ich es kann. Tja. Ah ja. So. Ich brenne. Tak, 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 tak. Alter Schwede. Hä, warum kriegen die kein Damage? Schau, die kriegen voll kein Damage. Die ist zwar verwirrt. Muss ich jetzt erst den Chef klatschen? Kriegt voll keinen Schaden. Hä? Jetzt hat's einen Tristen da oben. Also das war jetzt mehr als komisch. Na gut. Zack, zack, zack. Zack. So, gibt's da unten irgendwas für uns? Nein. Dann schauen wir uns weiter um. Boah, ey. Die Ebene hat's schon ganz schön in sich. Alter. Wupp. Alter. Und was war das jetzt, bitteschön? Was war denn das jetzt? Ja, ich wollte mal testen, ob ich runter darf. Nein. Wieso wollte ich das testen? Ich bin hier runtergefallen, ich bin so blöd. Egal. So. Ah. Das liegt schon daran, dass ich ein bisschen mehr. Ein kleines bisschen übel bin. Weil das kann überhaupt nicht so los, wie ich das möchte. Da, mach's hin. Mach sie kaputt. So. Okay. Dann probieren wir da mal, weil ich muss mich heilen. Ist das angenehm. Da, 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 da. Und hier? Den hatten wir schon, diesen Dateneintrag. 125, bin ich mir ziemlich sicher. Eine goldene Trüchen. So, was haben wir da Schönes drin? Zerstört Flucheffekt. Zerstört bei Rückkehr diesen diesen Gegenstand. Na! Alter Schwede, was du machen da? So, das machen wir so. Jetzt kann ich... Ey, jetzt kann man da schon was verbessern. Von dem Zeug, da hat uns ja was gefehlt gehabt, ne? Super. Dann können wir nachher, wenn wir zurück sind, schon was basteln wieder. So. Neue Ebene, da will ich noch nicht hin.
Da habe ich viel zu viel Angst, dass schon der Boss ist. Tap, tap. Also der Endboss halt, ne? Zack. So, die hätten wir schon mal. Zack, zack, zack. Alter. So, weg ist er. Und nächstes Räumchen. So. Zack, zack, zack. Das nehmen wir auch. Zack. So. Auch der ist kaputt. Der hat leider nichts. Die Truhe hat auch nichts. Wie schön. Da unten gibt es auch nichts. Noch besser. Jetzt dachte ich, da stand was. Eine Nachricht oder so. Nein, da war nichts. Alter. Ja, Sinn. So, der ist auch erledigt. Und weiter geht's. Mal wieder ein bisschen heilen inzwischen. Schauen wir uns halt die nächste Ebene an, obwohl ich da schon etwas Bauchweh habe. Um ganz ehrlich zu sein. Blatsch. Ah. Das ist angenehm. So. Und weiter geht's. So, was haben wir da? Das Grauen. Und Ebene 3. Jetzt wird's hardcore. Ja. Und was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Gegenstand geht kaputt, wenn er zu viel getroffen wird. Wenn wir zu viel getroffen werden, so. Gott sei Dank. Alter. So, wo bist du, Krähe? Zack, Alter. Und machen kaputt. Sehr gut. Scheiß dieser Gegenstand schon hin? Na, noch nicht. Letzten Trank nehmen wir noch. Alter Schwere, ne? Zack, zack, zack. Zack. Getroffen habe ich noch was. Zack, zack. Zack, zack. So. Wow. Zack, zack. Zack. Alter. Der ist auch erledigt. Sehr gut. Der ist auch erledigt. Puh. Ist er kaputt? Noch nicht. Ich schau schon mal. Ist er hin? Ist er jetzt hin? So, was haben wir da? Die Dungeon-Erkunder haben sich weiter aufgespalten. Zwischen ihnen verläuft nun eine klare Trennlinie. Die Unterschiede sind glasklar. Auf der einen Seite Adrenalin-Junkies auf der Suche nach Ruhm und Gefahr. Diese Gruppe bezeichnet sich als Helden. Achso, auf der anderen Seite die Händler, stehen die Händler. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Da ist nichts, ne? Nein. Ja, ja, ist schon fein. Stimmt, wir haben ja noch Tränke. Die nehme ich mir jetzt da noch zur Hand. Oh, sehr gut. Das ist schön. So, und weiter geht's. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Au.
So, sehr gut. Und wieder kein Sand, also fürchte dich. Oh oh. Scheiße, das ist der Bossraum. Servus, ein Sandhaufenmonster, wie schön. Oder? Na? Oh, um Gottes Willen. Alter. Au, au, okay. Wow. Okay, okay. Ja, ja. Okay, der ist heftig. Das ist heftig, okay? Alter! Ja, da verreck ich. Da verreck ich mal. Jesus Maria. Wow. Sicher. Alter, bleib stehen. Boah, also die vertragen schon ordentlich, gell? Wow. Na, da habe ich keine Chance. Da habe ich mal... Da habe ich mal keine Meter. Okay, da habe ich keine Meter. Okay, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, den Boss haben wir schon mal gesehen, okay. Auf jeden Fall müssen wir seine Hinterteile zerstören. Das ist mal auf alle Fälle klar. Ob ich das jemals krieg, ja, wahrscheinlich, aber noch nicht jetzt. Der Boss hat schon ordentlich Hoppern in sich. Alter Schwere. Bleib stehen, du Drecksding. Alter. Ist ja unglaublich, oder? Aber die Notizzettel bringen mir eh nichts mehr. Eigentlich könnte ich nach Hause gehen. Weißt du was? Gehen wir heim. Gehen wir heim, weil ich bin eh schon voll angeschlagen. Gehen wir mal nach Hause. Flup. Bist du gescheit? Das ist heftig. Das habe ich jetzt dummerweise unterschätzt. Da, da, da. Egal. So. Also wieder mal reintreten, das Ganze. Jetzt muss ich dann mal beim Händler schauen. Ich glaube, jetzt habe ich natürlich durch den Vibe habe ich jetzt ja, nicht die Items, die ich brauche, glaube ich. Servus. Für das geht es sowieso nicht, ne? Nein. Ja. Da habe ich leider die Zutaten verloren. Ärgerlich. Naja, egal. Dann schauen wir mal, was ich noch an Tränke machen kann. Ob da vielleicht was geht. Servus, gnädigste. Nein. Nein, da geht gar nichts, weil mir von diesen roten Dingern was fehlt. Super. Da muss ich von den Vorräten nehmen, die wir zu Hause haben. So. Servus. Das war jetzt nicht so schlau von mir, ne? Ja, verbrauchen wir die schwächeren Tränke, würde ich sagen. So. Und kämpfen wir uns wieder durch. Durch den einen Dungeon. So. Der Part ist auch zu Ende. Trifft sich gut. Dann können wir im nächsten Part uns weiter hier durchwipen. Ja. Läuft nicht so prickelnd. Naja, was soll's. So. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.